Schönen guten Tag. Heute spreche ich mit Ulrike Ackermann und Henning Lubin über gendergerechte bzw. geschlechtergerechte Sprache. Frau Ackermann ist Sozialwissenschaftlerin und 2008 in Heidelberg zur Professorin für politische Wissenschaft berufen worden. 2009 gründete sie und leitet seitdem das John Stuart Mill Institut für Freiheitsforschung. Herr Lubin ist Professor für germanistische Linguistik in Mannheim und sowohl wissenschaftlicher Direktor als auch Vorstandsvorsitzender des IDS, also des Instituts für deutsche Sprache. Das Thema Genderisierung der Sprache hat in den letzten Jahren immer wieder für kleinere bis mittelgroße Aufreger in den deutschen Feuilletons gesorgt. Und so war es auch letzte Woche, als die Duden-Redaktion, geleitet von Frau Kunzel-Razum, das Thema der sprachlichen Repräsentation von Geschlechtergerechtigkeit und Gendergerechtigkeit erneut zu einem Trending Topic gemacht hat. Frau Ackermann, können Sie uns in ein paar Sätzen schildern, welche Rolle Gleichberechtigung und Geschlechtergerechtigkeit in Ihrer Forschung spielt? Beides hat in meiner Forschung, auch meiner Ausbildung, schon immer eine ganz wichtige Rolle gespielt. Nicht von ungefähr habe ich dann mein Institut, das ich 2008 gegründet habe, John Stuart Mill Institut genannt. Korrekterweise hätte ich es vielleicht John Stuart Mill und Harriet Taylor Institut nennen sollen, weise aber auch darauf hin, weil John Stuart Mill und Harriet Taylor nicht nur ganz große Liberale waren, sondern die beiden haben als erste eigentlich diese Unterscheidung zwischen Sex and Gender eingeführt. Und die gesamte Frauenforschung, später die Genderforschung, Gender Studies, haben im Prinzip daran angeknüpft. Aber im Unterschied zu den ideologisierten Formen, die wir zum Teil beobachten heute, so wie sich auch die Gender Studies entwickelt haben, war beiden immer wichtig, das Wechselverhältnis von Geschlechtergerechtigkeit und Frauenemanzipation und Freiheit. Also keine Gleichberechtigung ohne Freiheit und keine Freiheit ohne Gleichberechtigung. Und das finde ich ein Bedingungsverhältnis, das wir uns allesamt immer wieder im Gedächtnis halten sollten. Deshalb hat dann später, also auch wenn man über Freiheit forscht und hier die ganzen Entwicklungen auch der letzten Jahrzehnte sich anschaut, das geht natürlich nicht ohne Gleichberechtigung, aber wir müssen auch schauen, wie dieser Kampf sozusagen geführt wird, von welcher Seite, mit welchen Mitteln und ob das tatsächlich der Gleichberechtigung und auch der Freiheit zuträglich ist. Herr Lubin, bei Ihnen als Linguist in Ihrer Forschung, Sie befassen sich mit den Phänomenen der Welt, indem Sie sich anschauen, wie diese sprachlich repräsentiert werden, wie diese Eingang in die Sprachverwendung erhalten. Gab es konkrete gesellschaftspolitische Anlässe oder kulturelle Verschiebungen in den letzten Jahren, die zumindest dann eben Teile der Deutschsprechenden, Frau Ackermann hatte das schon angedeutet, dazu motiviert haben, geschlechts- und gendersensibel zu sprechen? Ja, eindeutig, denn es ist ja so, dass Sprache, und das ist, glaube ich, eine Binsenweisheit, immer die Realität, die kulturellen Bedingungen, in denen wir leben, widerspiegelt. Denn wir handeln sie ja auch oftmals oder fast ausschließlich sogar mit sprachlichen Mitteln aus. Insofern schlägt sich jede gesellschaftliche Änderung, jede kulturelle Änderung irgendwie auch in der Sprache wider, sei es im Vokabular, sei es in der Sprachverwendung. Und wir haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten ja ganz klar sehen können, dass sich gesellschaftliche Gruppen als solche stärker konstituieren, eigene Identitätsvorstellungen entwickeln und dieses auch mit sprachlicher Kennzeichnung in Verbindung bringen. Das ist mit dem Aufkommen des Feminismus in den 70er Jahren sehr stark auch in Erscheinung getreten. Es ist da damals die feministische Linguistik auch begründet worden. Und wir haben das in verschiedenen anderen Bereichen auch mal mehr, mal weniger stark sprachlich gefasst, aber doch in einer Weise, dass wir sagen können, viele der Impulse, die gegenwärtig in die Sprache eingehen, nicht nur in das Deutsche übrigens, sondern so gut wie in jede andere größere Sprache ist das so, lassen sich auf solche Tendenzen zurückführen. Ich glaube, also im Kern einer dieser Diskussionen, die da geführt werden, ist die Frage, ob diese sprachliche Verschiebung sozusagen eingesetzt wird von unten oder von oben, also ob es eine Art von Steuerung gibt oder ob es tatsächlich die Menschen sind, die so sprechen und die Sprache sich dann entsprechend auch anpasst. Wir haben heute einen ganz konkreten Anlass, über
die Genderisierung der Sprache zu sprechen. Und zwar hat die WBG, die Wissenschaftliche Buchgesellschaft, in Reaktion auf ihre Mitgliederbefragung Post bekommen von einer jungen, promovierten Philosophin, deren Namen wir jetzt nicht nennen möchten, die sich aber mit Gendersprache, wie sie es nennt, auseinandersetzt und eine stark kritische Haltung einnimmt. Der Brief ist inzwischen auf dem Blog der WBG Community veröffentlicht. Den können Sie unten als Link finden. Und einige Argumente der Philosophin werden wir jetzt uns anschauen. Gendersprache, so sagt sie, sei für Sie, für Ihr Empfinden unästhetisch. Teilen Sie diese Einschätzung, Frau Ackermann? Ja, also sie ist zumindest holprig und dann muss man nochmal differenzieren. Gendersprache ursprünglich, und darauf hat Herr Lubin eben auch völlig zu Recht und hingewiesen, ist ja ursprünglich sozusagen aus der Frauenbewegung entstanden, also feministische Linguistik, feministische Sprachkritik und so weiter. Luise Pusch, ich halte es mal hier hoch, das habe ich noch in meiner Bibliothek gefunden über die Frauenforschung. Die haben die Sachen ja stark gemacht und das Femininum auch nicht nur sichtbar, sondern stark machen wollen, indem man auch gegen das generische Maskulinum in der Sprache angeht, weil das Ausdruck von patriarchaler Herrschaft und Männerstrukturen und so weiter sein. So, wenn wir uns jetzt heute anschauen, was aus dieser ganzen Geschichte geworden ist, kann man natürlich davon sprechen, dass seit den 70er, 80er Jahren insgesamt diese Sprachkritik, auch das Spracheausdruck von Machtverhältnissen ist und so weiter, ist in das allgemeine Bewusstsein eingedrungen und die Sensibilitäten sind gewachsen, was ich erstmal gut und richtig finde, auch um auf Gerechtigkeitslücken aufmerksam zu machen, sichtbar, bestimmte Sachen sichtbar machen und so weiter und so fort. Aber was jetzt bei uns passiert, einschließlich dessen, was die Duden-Redaktion macht, was man aus Rundfunkanstalten kennt, was man als Handbücher kennt, wie in öffentlichen Institutionen damit umgegangen wird, da wird also sozusagen eine Sprachpolitik umgesetzt, die überhaupt nicht jetzt dem entspricht, was sich allmählich in einer Gesellschaft verändert. Also wenn Sie sich anschauen, die Begriffe Fräulein und dumme Tussi oder sowas, die waren früher also völlig üblich, die sind von alleine verschwunden, ohne dass behördlich, administrativ, verlagspolitisch oder in den Medien mit Handbüchern dagegen vorgegangen worden ist. Das ist für mich ein Zeichen, wie sich allmählich bestimmte Realveränderungen, Sichtweisen auf Frauen natürlich auch in der Sprache ausdrücken. Und diese Form der Sprachpolitik, wie sie vor allen Dingen an den Universitäten betrieben wird, in Rundfunkanstalten und so weiter und so fort, halte ich für hochproblematisch, zumal sie auch sich zum Teil so holprig anhört und zum Teil auch richtig falsch ist. Also es ist was anderes, ob man von Studenten und Studentinnen spricht oder von Studierenden. Das ist auch ein anderer Tatbestand, um den es da geht. Und deshalb gehe ich mit dieser forcierten Sprachpolitik eigentlich sehr, sehr kritisch ins Gericht. Ja, wenn ich da weitermachen darf an dieser Stelle oder auch ein bisschen dagegen halten kann. Ich denke, da wird oftmals wirklich viel zu wenig differenziert. Es ist natürlich keineswegs so, dass Sprache sich immer einfach nur so entwickelt. Selbst die Beispiele, die Sie gebracht haben, das Verschwinden von Fräulein ist eine bewusste Entscheidung von bestimmten Sprecherinnen und Sprechern, die sich dazu entschieden haben, diese Wörter nicht mehr zu verwenden. Es wurde auch propagiert zeitweise. Es wurde dann schließlich in Regelungen übernommen, in Formulare übernommen und so weiter. Also Sprache ist eine kulturelle Hervorbringung der Menschen. Und als solche unterliegt sie auch immer der Steuerung von Menschen. Das muss man sich einfach vor Augen führen. Und viele der Dinge, mit denen wir heute in der Sprache zu tun haben, sei es die Lexik, also das Vokabular, bis hin zu grammatischen Konstruktionen, sind nicht einfach immer nur so unbewusst entstanden, sondern auch Produkte von sehr konkreten Setzungen,
Luther ist da ein sehr bekanntes Beispiel für. Im 19. Jahrhundert gab es Konrad Wustmann, der Bastian Sick sozusagen seiner Zeit gewesen ist, der einen ganz, ganz starken Einfluss darauf gehabt hat, beispielsweise ob wegen mit dem Genitiv oder mit dem Dativ gebildet wird oder wie in der Nominalphrase die Flexion gebildet wird. Denn das war alles zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig fest und es hat sich einfach nicht nur von selbst evolutionär entwickelt, sondern es wurde tatsächlich dann auch fixiert, wie in allen anderen Sprachen das auch geschieht. Am allerdeutlichsten vielleicht sogar auch in der Rechtschreibung. Also insofern gibt es da tatsächlich Impulse, die von Menschen gemacht sind, wie es bei anderen sprachlichen Entwicklungen auch der Fall gewesen ist. Was jetzt die konkreten sozusagen Bereiche der geschlechtergerechten Kennzeichnung von Personenbezeichnungen betrifft, da haben wir ja auch ein ziemlich großes Spektrum. Paarformeln einerseits, wir haben die Partizipialbildung, wie Sie sie genannt haben, Studierende, wir haben den Genderstern und andere Formen sozusagen der typografischen Kennzeichnung. Die sind auch alle mit einer sehr unterschiedlichen, sagen wir mal, Wirkung und linguistischen Deutung auch versehen. Die Paarformeln beispielsweise sind ja etwas, wenn man eine Umfrage macht, wie wir sie gemacht haben am Institut, wie finden Sie das eigentlich? Dann erfahren Sie vielfach von Frauen, nee, das muss alles nicht sein, ich bin nicht für diese ganze Gender-Geschichte und so weiter. Wenn Sie aber fragen, wie möchten Sie denn eigentlich angesprochen werden? Als Bürger, als Bürgerin und Bürger, oder als Studierende, als Studentin, als Student, dann erfahren Sie von weit überwiegend, fast 80% der Befragten, und insbesondere von einem ganz großen Anteil der Frauen, sie wollen eben doch spezifisch bezeichnet werden, als Person in einer spezifischen Bezeichnung. Und das sind natürlich Erkenntnisse, die dazu geführt haben, dass man sich in Behörden, da wo überhaupt Sprache gesteuert werden kann, wir haben ja keinerlei Sprachgesetzgebung in Deutschland, es ist ja alles komplett frei, selbst die Rechtschreibung gilt nur für Schulen und Behörden, dass da dann tatsächlich auch auf solche Erkenntnisse Bezug genommen wird und entsprechend reagiert worden ist. Und viele dieser Phänomene, das muss man auch sich immer vergegenwärtigen, haben eine lange, lange Tradition. Die Studierenden, die finden Sie seit dem 17. Jahrhundert in Textkorpora. Und zwar bevor der Student sich durchgesetzt hat, weil der Student ja auch nur eine Partizipialbildung aus dem Lateinischen ist. Das war im Zuge des Humanismus. Vorher war von Studierenden die Rede. Es gibt Paarformeln bei Goethe. Es gibt tatsächlich diese ganzen Formen, mit denen wir heute zu tun haben, außer dem Genderstern natürlich, die auch eine lange historische Tradition schon aufweisen und keineswegs erst in den letzten paar Jahren Oberhand gewonnen haben. Es gibt aber dennoch natürlich auch einige Untersuchungen, die zeigen, dass der Großteil der Bevölkerung sich von derartigen Sachen zum Teil einfach drangsaliert fühlt. Und wir müssen uns fragen, woher kommen diese Regulierungen, woher kommen die Normierungen, wer setzt sie wie durch? Und die kommen natürlich vornehmlich erstmal aus dem universitären Raum. Also es gab früher keine Gender Studies und insofern gab es auch keine Festlegung. Es gab keine geschlechterspezifische Linguistik oder eine Linguistik, die kritisch mit den Geschlechterverhältnissen umgeht und so weiter. Das heißt, wir haben natürlich aus den Hochschulen ziemlich kräftige Impulse, die sozusagen dieses ganze Feld natürlich auch politisieren und moralisieren. Und das wird ziemlich breit aufgegriffen. Also das wird im Kulturbereich kräftig aufgegriffen, der sich auch auf die Fahnen schreibt, wir sind für die Gleichberechtigung der Geschlechter und so weiter und so fort, was ja auch richtig ist. Aber es ist die Frage, wer wie etwas durchsetzt. Und habe ich doch den Eindruck, dass gerade zum Beispiel mit der mündlichen Form der Aussprache des Gender-Sternchens dieser Stolperstein ganz bewusst dort eingesetzt werden muss und auch als Anweisung zum Teil kommt und praktiziert wird, was meiner Ansicht nach nicht nur in meinen Ohren eine Verunstaltung der Sprache ist, sondern eine Form der Politisierung und ein Thema auf die Agenda setzen, das zum Teil den Leuten einfach richtig auf den Nerv geht und möglicherweise auch nach hinten losgeht. Ein ganz anderer Punkt ist, ob man mit Sprachpolitik alleine Unrecht und Ungleichverhältnisse meint aufheben zu können
oder ob man mit dieser super korrekten, gendergerechten Sprache, die durchgesetzt wird, die realen Ungleichheiten, was weiß ich, beispielsweise, dass Frauen immer noch schlechter bezahlt werden als Männer, dass Frauen tatsächlich sehr knapp nur in Führungspositionen, überhaupt in Vorständen kaum vertreten sind und so weiter, dass sozusagen mit dieser Sprachpolitik das ein bisschen zugedeckt wird und die realen Ungleichverhältnisse damit gewisserweise jetzt zugespitzt gesprochen sogar kaschiert werden. Ja, das ist natürlich ein Argument, das sehr oft vorgebracht wird, das allerdings kaum jemals von jemandem so behauptet worden ist, dass Sprachpolitik alleine die gesellschaftliche Situation von Frauen verändert. Es ist natürlich ein Element von einer größeren Bewegung, also genau so ist es ja auch entstanden. Und ich glaube, wenn Sie fragen, Leute, die das propagieren, was weiß ich, den Glottisschlag in der gesprochenen Sprache, BäckerInnen, oder die massiv den Einsatz eines Gendersterns propagieren, fragen, ob das die gesellschaftliche Realität verändern wird, dann werden sie sagen, sicherlich nicht alleine das. Es ist, wenn schon, ein kleines Element, aber wenn wir schon, wenn man es sich schon auf die Fahnen schreibt, hier Änderungen anzustreben, dann kann natürlich nicht in einem ganz bestimmten Bereich, in einem sehr markanten und wahrnehmenden Bereich, die Signale in eine ganz andere Richtung weisen. Also insofern ist es gewissermaßen eine Art, ein Aspekt einer größeren Thematik, der hier adressiert wird. Und natürlich würde man Sprache sehr überschätzen, zu sagen, alleine dadurch wird irgendetwas ganz Bestimmtes erzielt. Daran glaube ich selbstverständlich auch nicht. Und die allermeisten in diesem Bereich sicherlich würden dem auch zustimmen. Es gibt, vielleicht um das nur noch zu erwähnen, ein ganz wichtiger Aspekt bei der ganzen Sache ist ja der, dass es eine Reihe von Untersuchungen gibt, die tatsächlich auch mit experimentalpsychologischen, mit sozialpsychologischen Methoden relativ klar nachweisen, dass hier tatsächlich Wahrnehmungsunterschiede aufgebaut werden, die mit sprachlicher Kennzeichnung einhergehen. Dass also beispielsweise Auswahlentscheidungen anders aussehen, wenn Sie, was weiß ich, nur das generische Maskulinum verwenden oder wenn Sie Paarformeln verwenden oder andere Formulierungen. Und das ist aus sprachpsychologischer Sicht auch eine sehr, sehr naheliegende Angelegenheit, muss man sagen, dass Sprache nun mal in einer ganz bestimmten Art und Weise wirkt. Und das ist so ein bisschen dahinter, um tatsächlich hier auch zumindest eine gewisse Wirkung durch diese Verwendung bestimmter sprachlicher Konstruktionen auch zu erzielen. Ja, aber da möchte ich die Freiheit doch nochmal hochhalten dagegen. Das sind Ansätze von Umerziehung. Also böse gesprochen machen das Diktaturen mit einem Neusprech. Also es gibt verschiedene Autoren in der Literatur, die auf derart jetzt hingewiesen haben. Große Romanautoren. Das ist ein Versuch, über die Sprache die Menschen zu erziehen, zu einem besseren Bewusstsein und Verhalten zu bringen. Das sind natürlich auch verhaltenstherapeutische Ansätze, die ich zum Teil hochproblematisch finde. Es wäre völlig absurd zu meinen, wenn man den Begriff Negerkönig aus der Literatur cancelt, zu meinen, damit den existierenden Rassismus in der Gesellschaft abschaffen zu können. Also ich warne davor, dass sozusagen mit diesen Instrumenten der Sprachpolitik gerade die Menschen sich drangsaliert fühlen, gelenkt, bevormundet fühlen und fast aus Trotz an ganz anderen Sachen festhalten. Also da finde ich, ist Vorsicht wirklich angebracht. Aber wer tut das denn? Wenn ich das fragen darf, wer tut das denn? Es wird, Sie sagen, es wird da gewissermaßen hier Sprachpolizei und moralische und so weiter. An welcher Stelle machen Sie das denn genau fest? Es gibt Behörden, wenn Sie die Sternchen einsetzen. Ist das nicht ein Akt? Das ist ein Handlungsakt. Das ist ein Handlungsakt, aber wir haben auf der anderen Seite, jeder von uns hat die Freiheit, seine Sprache so zu verwenden, wie er oder sie das möchte. Ja. Unsere Freiheit ist nicht eingeschränkt, an keiner Stelle. Und das gilt sogar für die Rechtschreibung, wie ich das eben schon gesagt habe. Es wird aber ein moralischer Druck aufgebaut. Und wenn der immer stärker wird, wenn Sie den Deutschlandfunk anschalten und hören,
da ist es sehr weit gediehen. Wenn Sie Anne Will und andere Talkshows sehen und hören, da ist es in den Öffentlich-Rechtlichen, hat sich das auch, wird es durchgesetzt? Stellen sich in die Kasse eines Supermarkts, haben Sie es nicht, dann können Sie sagen, ja, diese einfachen Leute, die sind noch nicht so weit, aber die kulturellen Institutionen in Gestalt des Öffentlich-Rechtlichen, die sind sozusagen schon weiter. Damit provozieren Sie aber genau das, was im Moment gesellschaftlich bei uns auch ein Problem ist, nämlich dass das unterschiedlich wahrgenommen wird und sich große Teile der Bevölkerung drangsaliert fühlen, bevormundet fühlen, moralisch unter Druck gesetzt fühlen. Ob man das im Einzelnen teilt oder nicht, das ist was ganz anderes. Und auch ob man der Meinung ist, man kann so ein bisschen nachhelfen, indem man die Leute erzieht, darüber können wir auch diskutieren. Aber Fakt ist, dass diese unterschiedliche Wahrnehmung in unserer Bevölkerung da ist. Und das, denke ich, sollen gerade die, die sich auch mit Sprache beschäftigen, und Sprache ist ein Zeichen dessen, was sozial tatsächlich passiert, wie sich Normen verschieben und so weiter, das sollte man auch im Hinterkopf behalten. Also ich stimme Ihnen zu, dass hier tatsächlich eine große Schlacht sich tatsächlich momentan vollzieht, in der es unterschiedliche Positionen gibt und unterschiedliche Stellungen sozusagen. Sie haben gerade die eine Seite sehr klar herausgestellt. Ich bin nicht der Meinung, dass auf der anderen Seite das sozusagen auf eine Art Tabula rasa fällt, wo man das alles gewissermaßen nur als eine Drangsalierung auffasst, sondern dass wir auf sozusagen der anderen Seite in dieser Schlachtformation eine erhebliche politische und zwar schon langfristig am Wirken sich befindende einen Stellungsaufbau zu verzeichnen haben, der dazu geführt hat, dass tatsächlich genau diese Thematik auch in einem sehr hohen Maße in die politische Sphäre getragen worden ist. Wenn Sie sich beispielsweise... das Grundsatzprogramm der AfD von 2016 ansehen, dann haben Sie da mehr als 13 sprachpolitische Positionen unterschiedlichster Art. Alle möglichen Themen werden da abgearbeitet. Wenn Sie sich die anderen im Bundestag vertretenen Parteien ansehen, da finden Sie 2 oder 3 sprachpolitische Positionen. Bei der CDU so ein bisschen mehr, aber das sind alles sehr, sehr moderat. Bei der AfD haben Sie 13 sprachpolitische Positionen, weg mit Anglizismen, weg mit Gendersprache, Deutsch ins Grundgesetz, Migranten, Deutschfähigkeiten und so weiter, was teilweise auch bei anderen Parteien natürlich zu verzeichnen ist. Es sind Themen, die auf der Agenda sind, aber die Häufung, die Sie bei der AfD im Programm sehen können, ist ausgesprochen interessant. Und sie kommt nicht von ungefähr, meine ich, weil nämlich gerade, und das ist der Punkt, der sozusagen diese Polarisierung in der Diskussion auch sehr stark fördert, weil die Sprache und Sprachpolitik und eine solche sprachliche Auseinandersetzung nicht einfach nur, wie gesagt, auf Tabula rasa fällt und sozusagen einfach so in der Gesellschaft am Wirken ist, sondern auf der anderen Seite sehr willkommen aufgegriffen wird als ein Vehikel, um sozusagen mit dem Thema der Sprache auch eine Vorstellung von kultureller Identität zu transportieren und dieses sozusagen nach und nach aufzuladen. Ja, ja, und genau, ja, das können wir verzeichnen. Ja, 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 also da, ich gebe Ihnen da völlig recht. Ich bin da auch sehr, 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 sehr beunruhigt. Sie haben aber genau diese Identitätspolitik, Sie haben sie von rechts und Sie haben sie von links. Und sie haben sie auch von islamistischer Seite, also man kann das auf verschiedenste gesellschaftliche Gruppenformierungen ausbreiten. Und darin sehe ich das hauptsächliche Problem. Natürlich haben Sie völlig recht, dass die AfD in ihrem Programm, auch in ihren sprachpolitischen Vorschlägen und Ähnlichem, wie sie vorgehen, die wollen natürlich bestimmte Entwicklungen, die auch mit der Frauenbewegung, mit 1968 und so weiter, auch die Gesellschaft verändert haben, nämlich auch ein Bewusstsein für Machtverhältnisse, für Ungleichbehandlungen und so weiter und so fort, auch gerade was die Frauen anlangt, wollen sie zum Teil zurückdrehen und schätzen die Frauen doch dann lieber mehr wieder an Küche, in der Küche und am Herd und bei den Kindern und so weiter. Da sind wir, Herr Lubin, da sind wir uns ganz einig. Der Punkt ist nur, das mache ich ja in meinem Buch auch deutlich, dass dieses Hochschaukeln
dieser rechten und linken Identitätspolitik, und das wird eben auch im Felde der Sprachpolitik ausgefochten, so wie wir es im Moment beobachten, zu immer tieferen Verwerfungen und Spaltungen führt. Und am schlimmsten sehen Sie das natürlich in den USA. Auch gerade die Sprachpolitik, die von den Hochschulen kommt, Gender Studies, die Colonial Studies und so weiter und so fort, die haben dazu geführt, dass es eine Schlacht ist, die bei uns noch nicht ganz so extrem geführt wird, aber das schwappt natürlich alles hier zu uns rüber, und dass also auch die Rechte militanter wird in ihrer sprachlichen Ausprägung, das beunruhigt mich sehr und so weiter und so fort. Aber ich denke, wir müssen genau hinschauen, was sozusagen ursprünglich mal emanzipatorisch auch aus den 70er Jahren entstanden ist, nämlich unterschiedliche Gruppen, vor allen Dingen die Frauen, auch ethnische Gruppen und so weiter, die sozusagen für ihre Rechte sprachen, sich formiert haben, sich selbst organisiert haben, für Sichtbarmachung sorgten, dass es sozusagen nicht in eine Identitätspolitik noch stärker umschlägt, wie es bereits jetzt schon vonstatten gegangen ist, die also die den gesellschaftlichen Zusammenhalt ganz, ganz massiv sprengt und eben gerade nicht dazu führt, dass man auch eine gemeinsame Sprache im Übrigen findet, die wir natürlich in der Auseinandersetzung über solche Polarisierungen erst recht brauchen. Sie diskutieren meine Fragen, das ist sehr nett, ohne dass ich sie stellen muss. Ich würde jetzt doch nochmal einlenken wollen. Frau Ackermann, Sie beschreiben in Ihrem Buch Das Schweigen der Mitte, dass sich die Debattenkultur in Deutschland sozusagen zu den Rändern hin verlagert hat und nicht mehr aus der Mitte heraus entsteht. Diese Polarisierung hat natürlich auch wieder Konsequenzen für die Sprachverwendung, für die Verfasstheit der Debatte. Wenn man jetzt auf die unmittelbare politische Gegenwart schaut, deren Politik auch geprägt ist durch männliche, durch quasi autokratische Staatenführer, deren Politik dezidiert rassistisch, dezidiert homophob, dezidiert frauenfeindlich ist. Trump, Bolsonaro, Duterte, Putin und so weiter. Wäre es da nicht wünschenswert, dass sozusagen Feministinnen sich auf den Plan gerufen fühlen und eine sprachliche Sensibilisierung, einen Kontrapunkt zu dieser Holzhammer-Politik und auch sprachlichen Holzhammer-Politik setzt? Da wäre ich jetzt vorsichtig, weil das schon wieder Identitätspolitik ist, dass, wenn es besonders kriegerisch und wild zugeht, die Frauen sozusagen besänftigen sollen. Da würde ich mich ganz dagegen aussprechen, dass es nun ausgerechnet die Frauen sind, die da sozusagen für Ausgleich sorgen. Das war ja auch immer so ein bisschen das Moment, dass Frauen bessere Führungsqualitäten haben, weil sie emotionaler sind. Also das sind ja gerade Zuschreibungen, identitäre Zuschreibungen, die sich am Geschlecht festmachen. Und wir sind ja so weit gewesen, dass wir alle sozusagen gleich sind, auch vor dem Gesetz, unabhängig vom Geschlecht, unabhängig von einer Ethnie und so weiter und so fort. Fragen könnte ich aus der Frage, ich ziehe ab natürlich auf die Sprachverwendung sozusagen. Ja. Was ich problematisch... Im Kontext einer sozusagen Polarisierung der politischen Sprache, eine grobschlächtigere Sprache, eine polemische Sprache und so weiter einsetzt. Also was ich ganz problematisch finde, das ist die Dynamik, die wir beobachten, dass permanent die unterschiedlichen Gruppen den Gegner zum Feind erklären. Also wir haben eine moralische Überhöhung, wir haben überhaupt keine sachliche Debatte, sondern eine Delegitimierung des politischen Gegners, der zum Feind erklärt wird, der zum Täter erklärt wird und die andere Seite erklärt sich zum Opfer. Das ist diese ganz fatale Dynamik dieser Identitätsgruppen, dieser neuen Kollektive, in die die Gesellschaft sich immer weiter zersplittert, die jeweils ihre Partikularinteressen favorisieren und auf ihre Agenda setzen und das Gemeinsame völlig aus dem Blick verlieren. Also auch Zusammenhalt und sowas, das ist dann überhaupt nicht mehr Thema. Wenn ich immer noch, wie aus den 70er Jahren kommt, das Patriarchat und den alten weißen Mann als den Haupttäter ansehe, der sozusagen überhaupt seine Schuld nicht mehr los wird, der auch natürlich die kolonialen Verbrechen begangen hat und so weiter. Also da haben Sie dann auch Kolonialismus und Patriarchatskritik in einem Punkt und in einem Atemzug genannt, was ja häufig auch der Fall ist. Wenn Sie so an diese Sache rangehen und auch die Frauen immer nur als Opfer
sozusagen wahrnehmen und die Frauen sich selbst als Opfer wahrnehmen, da kommen wir natürlich überhaupt nicht weiter. Also vor allen Dingen läuft es völlig zuwider all dessen, was wir über die Jahrhunderte in der Aufklärung, in den universalistischen Prinzipien der Aufklärung sozusagen entwickelt haben, nämlich die Selbstermächtigung von Individuen aus alten Kollektiven heraus. Also wir hatten ja früher hier auch auf diesem Kontinent überall, wir hatten Stammeskriege, wir hatten Horden, wir hatten verfestigte Kollektive, und das ist ja nun gerade, das macht ja uns gerade hier aus, dass das Individuum wertgeschätzt wird und dass sich Individuen und Individualisierungsprozesse genau aus diesen kollektiven Zwängen heraus entwickelt haben. Und das sehe ich richtig in Gefahr im Zuge dieser Identitätspolitik, dieser polarisierenden Identitätspolitik, wo ganz, ganz grob immer die Welt aufgeteilt wird. Das sind die Täter und das sind die Opfer. Ja, es ist, also ich stimme Ihnen da in Teilen durchaus zu, dass wir hier natürlich eine, es ist ja auch etwas, was in letzter Zeit häufig auch schon diskutiert worden ist, dass gewissermaßen so eine linksidentitäre Zerfaserung der Gesellschaft bewirkt wird, die sozusagen auch Abstand nimmt von dem klassischen linksliberalen Gleichheitsgrundsatz, der ja lange auch in der Bundesrepublik, in der alten Bundesrepublik Deutschland am Wirken gewesen ist. Allerdings darf man dabei nicht vergessen, dass eben auch auf der rechten Seite, wenn Sie dort die nationalidentitäre Bewegung sich anschauen, entsprechende Mechanismen am Wirken sind. Und wenn ich das in Bezug jetzt auf die Sprache, nicht allgemein, aber in Bezug auf die Sprache miteinander vergleiche, dann komme ich zu dem Ergebnis, dass auf der sozusagen linksidentitären Seite ein viel geringerer Organisiertheitsgrad besteht als auf der rechten Seite. Auf der rechten Seite haben wir eine Repräsentanz in Landesparlamenten, im Deutschen Bundestag. Wir haben sehr, sehr große, sehr starke Interessenverbände, wie beispielsweise den Verein Deutsche Sprache. Und wenn ich auf der anderen Seite suche, da finde ich Leute in Behörden, die irgendwelche Richtlinien für geschlechtergerechte Schreibung oder so erstellen. Ich finde hier und da irgendwelche Leute an den Universitäten, die das propagieren. Aber wir finden überhaupt gar keinen großen Organisiertheitsgrad in diesem Bereich vor. Und deshalb ist meine Schlussfolgerung, wenn ich das in Bezug auf die Sprache betrachte, dass ich da eigentlich die Impulse, die von der, ich sage mal, nationalidentitären Seite kommen, und die scheinbar und immer auch inszeniert werden als eine Reaktion auf eine Bedrohungssituation, dass ich die für weitaus gefährlicher halte gegenwärtig. Man kann aber umgekehrt sagen, wenn Sie sich anschauen, was an den Universitäten los ist, das ist ja nochmal was ganz anderes als in der gesamtgesellschaftlichen Debatte. Also diese Form der Normierung und mit welcher Militanz die durchgesetzt wird an den Universitäten, wenn Sie sich dann gleichermaßen denken, das sind nun die Agenturen, aus denen dann die zukünftigen Leistungsträger der Gesellschaft hervorgehen als Studienabgänger, also was sie durchlaufen haben. Und wenn Sie sich anschauen, wie sich das längstens in den ganzen Kulturinstitutionen und so weiter durchgesetzt hat, die eben auch dann als abgehoben wahrgenommen werden von dem Großteil der Bevölkerung, ist die Frage, was ist sozusagen schwerwiegender? Ich glaube, das führt uns auch nicht weiter. Sie haben natürlich recht, dass im direktpolitischen, in der politischen Debatte, also dieses rechte Vokabular dann hier sichtbarer ist in Parlamenten. Aber Sie haben auf der anderen Seite diese Form, sagen wir mal so, also dieses identitätspolitische, das Vokabular der Linken, das haben Sie natürlich ansonsten in den anderen Feldern ganz massiv und dominant. Ja, aber da muss ich vielleicht doch mal auch für die Universitäten ein bisschen in die Bresche springen. Ganz so sehe ich die Situation gerade an deutschen Universitäten nicht. Richtig ist natürlich, dass es vereinzelt gewisse Aktionen gab von ganz bestimmten Gruppen, die benennbar sind, wo Veranstaltungen gesprengt worden sind.
aber sie können das nicht in die Praxis der Universitäten in der vollen Breite in dieser Form überführen. Wir haben da eigentlich auch keine so ausgeprägte Situation und eine so moralische Aufladung, wie Sie das jetzt gerade gesagt haben, sondern eine gewisse Praxis, die vielleicht auch ein bisschen widerspiegelt, dass Universitäten auch immer schon, man könnte sagen, gesellschaftliche Labore auch gewesen sind in mancherlei Hinsicht. Aber es ist keineswegs so, und ich meine, ich bin an einer Universität tätig, ich bin seit über 30 Jahren an Universitäten tätig. Also diese Aufladung und diese, sagen wir mal, Brisanz, die Sie jetzt gerade insinuiert haben, würde ich nicht in der Breite so sehen. Vereinzelt ja, aber nicht in der Breite. Ich weiß nicht, worauf Sie sich da beziehen. Von der Debatte sozusagen über partialisierte Teilgruppen, die eine bestimmte Agenda oder so verfolgen, hier nochmal zu dem Blick, dass natürlich auch im Grundgesetz die Gleichstellung von Frauen als Staatsaufgabe formuliert ist, dass es nach der, was war es, die vierte Weltfrauenkonferenz, Gender Mainstreaming, inzwischen seit 25 Jahren ein Thema ist. Und dann eben die Frage zu stellen ist, inwiefern diese Aufgaben dann auch durch Sprache umgesetzt werden. Vielleicht von Institutionen und so weiter und so fort. Herr Lobin, im Frühjahr erscheint Ihr neues Buch Sprachkampf. Der Titel deutet natürlich schon hin, dass das eine deutlichen Intentionen geführte Debatte ist. Der Titel geht weiter, wie die neue Rechte die Sprache instrumentalisiert. Sie beschreiben darin die AfD, die in NRW einen Antrag gestellt hat zur Abschaffung der Gendersprache, selbst aber in Publikationen weiterhin fleißig gendert. Das heißt, offenbar ist die Sprachpraxis vielleicht gar kein Argument gegen das Gendern, weil es ja weiterhin genutzt wird und Gendern viel mehr ein Politikum ist. Also Gender viel mehr sozusagen eine Stellvertreterdebatte ist, für eigentlich einen Geschlechterkampf, der dahinter steht, würden Sie das sehen? Es geht eigentlich um Politik auf dem Rücken der Sprache. Also Geschlechterkampf vielleicht nicht, aber in der Tat, das ist ja auch das, worüber Frau Ackermann und ich eben auch schon diskutiert haben, hatte ich den Eindruck, dass wir jetzt gar nicht um Sprache als solches diskutiert haben, sondern um das, was mit ihr gemacht wird und wofür sie steht in einer identitätsaufgeladenen, allgemeinen Diskussion. Und das macht es, glaube ich, auch wirklich so schwierig, über diese sprachlichen Themen zu sprechen. Also es ist ein Diskurs, der sich auf wirklich sehr unterschiedlichen Ebenen entfaltet. Es gibt natürlich auch zu den Punkten, die in dem von Ihnen erwähnten Artikel, der auf dem Blog der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft veröffentlicht wurde, erwähnten Punkte, da gibt es natürlich wissenschaftliche Positionen zu, die weitaus differenzierter sind als auch das, was hier sehr, sehr knapp angesprochen wird in diesem Artikel. Selbstverständlich ist das Verhältnis von Genus zu Sexus sehr, sehr genau untersucht in der Sprache. Es ist kein Alles oder Nichts, gar nicht und total. Es gibt Übergangsbereiche, genauso geht es für das generische Maskulinum, das ebenfalls sehr, sehr genau untersucht worden ist. Es gibt Bücher wie zum Beispiel dieses hier von Damaris Mübling und Helga Kotow, Genderlinguistik, 2018 erschien mit 1000 Literaturreferenzen hinten in der Bibliografie, wo im Grunde genommen das ganze Thema sehr genau entfaltet wird. Und dann gibt es natürlich die mediale Diskussion, die sich insbesondere auch jetzt wieder in der letzten Zeit sehr intensiv in Gestalt von Zeitungsartikeln vollzieht, auch oftmals unter Beteiligung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die dort auch in Erscheinung treten, aber oftmals in sehr verknappter Form, dann teilweise redaktionell aufgegriffen. Und so wird das sozusagen stufenweise, so nehme ich das jedenfalls wahr, immer mehr mit weiteren Anliegen aufgeladen, bis es dann schließlich in Verbänden, die in irgendeiner Weise, sagen wir mal, ein definiertes Anliegen damit verbinden oder sogar in politischen Parteien, wie wir das eben ja auch schon kurz angesprochen haben, dann ankommt. Und diese Ebenen, die vermischen sich an den Schnittstellen immer wieder miteinander. Und das macht es so enorm schwierig, eigentlich den Diskurs zu führen. Manchmal, also was die wissenschaftliche und die linguistische Grundlagen betrifft, da kann man eine ganze Menge natürlich dazu sagen, zu Punkten, die überall auch immer wieder angesprochen werden. Genus Sexus beispielsweise, kann man ganze Vortragsreihen zu machen, weil es eben ein interessantes, komplexes Thema ist, das in sehr vielen Sprachen vorkommt, das in der deutschen Sprache hochkomplex ist.
Anredeformen und ähnliches mehr und die vielen, vielen Inkonsistenzen, die in der Sprache auch an allen möglichen Enden auftreten. Aber das ist so schwer zu vermitteln und es wird natürlich dann sehr schnell in sehr holzschnittartige Positionen gebracht. Und das ist etwas, was man natürlich, wenn man das aus wissenschaftlicher Perspektive verfolgt, diese Diskussion, es auch teilweise so ärgerlich macht, muss ich sagen, mit derartigen immer wieder aufs Neue vorgebrachten falschen Aussagen konfrontiert zu werden. Ich denke nur, dass es wichtig ist, dass gerade im Forschungsbereich und in der Wissenschaft sich alle Akteure und Akteurinnen darüber bewusst sind, inwieweit betreiben sie Wissenschaft und inwieweit folgen sie einer politischen Agenda. Oder haben wir es mit einer Politisierung zu tun? Das muss ja auch nicht immer eine bewusste Aktion oder ein bewusster Akt sein. Haben wir es mit neuer Normbildung zu tun, die mit einem Moralisierungsdruck verknüpft ist oder nicht? Ich denke, gerade wir Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, sage ich jetzt auch korrekt. WissenschaftlerInnen. Unser Job ist es genau, eine Selbstreflexion darüber zu entwickeln, was ist Wissenschaft, wo entsteht Druck, wo entsteht Politisierung, wo wird plötzlich etwas auf die Agenda gesetzt oder nicht, gerade zugunsten der Freiheit der Wissenschaft. Und da gibt es schon auch im Kollegenkreis hier in Deutschland bei manchen die Befürchtung, dass auch die Wissenschaftsfreiheit an bestimmten Stellen unter Druck gerät. So, auch das ist eine legitime Kritik, die wir ernst nehmen, die wir verfolgen sollten. Und ich denke, gerade wir sollten da eine besondere Sensibilität dafür haben, was hier gesellschaftlich passiert und was universitär passiert und über welche Schienen wie möglicherweise Druck erzeugt wird, Veränderungen durchgesetzt werden oder nicht. Da stimme ich Ihnen ganz und gar zu, Frau Ackermann. Sprache hat, wenn es sie denn überhaupt jemals besessen hat, ihre Unschuld verloren. Es ist kein Feuilleton-Thema mehr. Es ist ein Thema für den Politikteil inzwischen geworden. Und genau dessen müssen wir uns bewusst sein. Auch an die Germanistik würde ich in ähnlicher Weise, wie Sie das eben formuliert haben, auch den Appell richten, sich tatsächlich auch mit den, sagen wir mal, den Positionen, den Anwürfen, den, sagen wir mal, Behauptungen auseinanderzusetzen und sie gerade zu rücken und sich dabei tatsächlich auch bewusst zu sein, dass das nicht in einem vorpolitischen oder luftleeren Raum geschieht, sondern tatsächlich auch hier wiederum Instrumentalisierung mit einhergehen können. Wir haben da unterschiedliche Schwerpunktsetzungen, glaube ich, auch, die wir wahrnehmen, auf welcher Seite, sagen wir mal, die größere Gefahr lauert. Aber fest steht, dass man tatsächlich hier, glaube ich, die Stimme der Wissenschaft auch immer wieder kenntlich machen muss und auch ganz, wie soll ich sagen, klassisch faktenbasiert Falschaussagen richtigstellen muss. Denn wenn falsche Aussagen immer wieder aufs Neue wiederholt werden, dann setzen sie sich fest. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aufgabe von uns als Wissenschaftlern, dass wir solche Richtigstellungen, auch wenn es vielleicht nervt, sie immer wieder aufs Neue vornehmen zu müssen, tatsächlich dann auch zu treffen.